Freunde der Sonne, mich erreicht eine ganz entzückende Frage per Mail. Ich lese vor. Hallo, ich habe eine Frage an Schön Schlau. Ein Kind meiner Hortgruppe, 6- bis 10-jährige Kids, stellt mir eine interessante Frage. Wenn jemand, so Jakobs Frage, in einem Lift wäre, der abreißen würde, könnte die Person Verletzungen vermeiden, wenn sie kurz vor dem Aufprall hochspringen würde? Andere Kinder wandten ein, dass man ja nicht wüsste, wann man aufprallt und dass Lifte ja auch durch Seile gesichert seien. Ja, so Jakob aber, wenn es denn ginge. Erstmal Gabi, deine Kids sind ganz schön schlau, denn erstens sind Aufzüge tatsächlich nicht nur durch mehrere Stahlseile, sondern auch durch Bremsen gesichert. Zweitens haben sie ein großes Problem direkt erkannt, nämlich wenn ich nicht weiß, wann ich aufpralle, woher soll ich denn wissen, wann ich springen soll? Aber lassen wir das mal außen vor, denn Jakob möchte schließlich wissen, was theoretisch, physikalisch möglich ist. Nicht wahr, Jakob? Also im Prinzip geht es ja darum, die Härte des Aufpralls zu verringern. Die Härte des Aufpralls setzt sich zusammen aus der eigenen Körpermasse und der Fallgeschwindigkeit, die man dann kurz vorm Aufprall hat. Die Fallgeschwindigkeit, die hängt davon ab, wie lange wir fallen bzw. aus welcher Höhe wir fallen. Machen wir es uns einfach, wir vernachlässigen jede Reibe und gehen von einem freien Fall aus. Würde ich mit dem Fahrstuhl von der Aussichtsplattform des Berliner Fernsehturms abstürzen, dann würden der Fahrstuhl und ich mit einer Geschwindigkeit von fast 230 km/h am Boden ankommen. Ja, wenn man mit 230 Sachen in den Boden gefahren wird, dann aua. Aber selbst aus einer Höhe von nur 10 Metern kommt man immerhin auf eine Geschwindigkeit von etwa 50 km/h. Also immer noch gefährlich genug. Fahr mal mit 50 km/h gegen eine Wand, aber ohne Sicherheitsgurt, ohne Airbag, einfach nur in der Kiste. Also sagen wir, ich würde jetzt just im richtigen Moment, also eine halbe Sekunde vor Aufprall, hochspringen. Würde das funktionieren? Naja, Sprungkraft gehört jetzt nicht zu meinen persönlichen Stärken, aber selbst die Sprunggeschwindigkeit von Athleten kommt nicht ran an die Geschwindigkeiten von einem freien Fall. Möglicherweise könnte man die Aufprallgeschwindigkeit so um 5 km/h verringern, mehr aber auch nicht. Darüber hinaus befinden wir uns im freien Fall in Schwerelosigkeit und in Schwerelosigkeit ist nicht leicht springen. Normalerweise ist es ja so, dass man vor dem Springen in die Knie geht, man beugt seine Gelenke und durch die Schwerkraft behält man aber Kontakt mit dem Boden, von dem man sich dann wieder abdrücken kann. Nicht so, wenn der Boden mit dir fällt. Ingenieure vom MIT empfehlen, dass man sich bei einem Aufzugabsturz flach auf den Rücken auf den Boden legen sollte, damit man beim Aufprall den Impuls auf eine möglichst große Körperfläche verteilt. Aber wie beim Abspringen ist es in Schwerelosigkeit gar nicht so einfach, sich auf den Boden zu legen, wenn der Boden mit dir fällt. Außerdem hat man nicht gerade viel Zeit dafür, denn selbst ein Sturz vom Berliner Fernsehturm würde weniger als 7 Sekunden dauern. Und noch eine Sache mit diesem flach hinlegen. Einerseits ist die Wirbelsäule in einer günstigeren Lage für den Aufprall, wenn der Körper waagerecht liegt. Andererseits ist der Schädel so wahrscheinlich schneller matsch. Vielleicht würde ich dann doch lieber stehen bleiben, beide Beine und Hüften brechen, mit der Hoffnung auf einen unversehrten Kopf. Ja, Wirbelsäule ist auch wichtig. Das sind allerdings Überlegungen, die wir uns in der Praxis nicht wirklich machen müssen, denn die Wahrscheinlichkeit, mit einem Aufzug abzustürzen, ist kleiner als ein 6er im Lotto. Ansonsten ist Treppensteigen sowieso gesünder, auch wenn da garantiert mehr Unfälle passieren. Schön schlau. Vielen Dank an Gabi und Jakob und den schönen schlauen Kinderhort aus Wien. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie wie immer in die Kommentare. Und wenn ihr Lust habt, auch ein bisschen rumzurechnen, welche Geschwindigkeiten ihr aus welcher Höhe erreichen würdet, die Formel steht in der Videobeschreibung. Wir sehen uns nächsten Donnerstag und bis dahin, bleibt sicher.